die neuen unheimlichen Theorien hinter Epstein. Wir wollen gar nicht zu sehr in die Tiefen des Kaninchenbaus gehen. Bruder, hau rein, Digga, wir sind da. Aluhüte sitzen fest bei meiner Community. Dass Epstein Kontakt zu deren Genf ansässigen Privatbank Edmond de Rothschild Group hatte. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Das Video ist mal wieder von Interessante Welt und das Video heißt Die neuen unheimlichen Theorien hinter Epstein. So, wir haben uns schon ein Video über Epstein reingezogen von Lion Media und jetzt haben wir noch ein Video von Interessante Welt. Ich bin gespannt, vielleicht kommen hier ein paar neue Informationen noch mit rein. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch auf jeden Fall. Wir gehen rein ins Thema. Ab geht der Peter, let's go. Peter, den Mann. Jeffrey Epstein, ein US-amerikanischer Finanzier und ehemaliger Investmentbanker, stand 2019 im Mittelpunkt eines weltweiten Skandals. Er wurde beschuldigt, einen weitreichenden Handelsring betrieben zu haben. Mossad Agent könnte man auch noch mit reinwerfen. Ist nicht offiziell, aber ich kann mir das gut vorstellen. Dabei wurden minderjährige Mädchen misshandelt. Die Vorwürfe gab es schon lange, aber 2019 wurde er erneut verhaftet. Er wurde angeklagt, sexuellen Missbrauch und Ausbeutung von Dutzenden minderjährigen Mädchen begangen zu haben. Erst einmal nichts Besonderes mehr im 21. Jahrhundert. Doch was diesen Skandal... Traurig, dass du so einen Satz sagst, Bro. ...in ganz andere Dimensionen treibt, sind seine Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung. Der sogenannte... Keiner von denen wurde verhaftet, so. Das ist so krass, finde ich. So viele Leute, die mit ihm in Verbindung gebracht werden, die mächtige Leute sind. Aus Politik, wie er gesagt hat. Politik, Medien, Musikbranche, von überall. Politiker... Kein einziger Mensch wurde verhaftet, außer er und seine Komplizin, Maxwell. So, das war's. Musst du dir mal reinziehen. Guck mal, wie lange das schon her ist jetzt, weißt du? Und dann hat er sich angeblich umgebracht. Eieieiei, das ist schon eine dreckige Geschichte, was hier geht. Lolita Express war der Spitzname für sein Privatflugzeug, mit dem er unter anderem auch mit prominenten Persönlichkeiten zu verschiedenen Standorten flog, mit Begleitung von minderjährigen Kindern. Lolita bezieht sich dabei auf den Roman von Wladimir Nabokov. In dem Roman geht es um eine sexuelle Beziehung zwischen einem erwachsenen Mann und einem minderjährigen Mädchen. Unter anderem wurde eine private... Wer schreibt so ein Buch, Bro? ...Insel in der Karibik bekannt. Namen... Krass. Little St. James. Jeffrey Epsteins Insel. Die Insel wurde auch... ...Do Island genannt. Und es ist keine Sache, die niemand wusste, ne? Das sagen auch Leute. Das war allgemein bekannt, dass der Epstein so ein dubioser Typ war. Und es ist jahrelang nichts passiert. Nichts. Also, das finde ich auch so heftig, wie die Regierungen teilweise da richtig krass mit involviert sind. Richter, Regierungen, verantwortliche Menschen. Auch bei dem Kendler-Ding in Deutschland. Ich muss das immer wieder als Parallele ziehen, weil das auch so eine kranke Geschichte ist, wo die Regierung ganz tief mit drin war. Junge Menschen... an offiziell pädophile Straftäter zu geben, die dann miteinander leben und so. Weißt du, was ich meine? Da war die Regierung mit ihnen, das musst du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Und das sind jetzt die Leute, denen wir vertrauen sollen, denen wir unser Leben anvertrauen sollen, die wir wählen sollen, auf die wir hören sollen. So, das ist einfach, also mein Vertrauen gegenüber Regierungen ist komplett verloren, spätestens nach Corona so. Weißt du? Da hat man es auch wieder gesehen, wie viele Leute immer noch vertrauen in diese ganzen Leute. Die machen einfach nur Geld und wollen Macht weiter ausbauen und geben einen Scheißdreck darauf, wie es uns Menschen, uns normalen Menschen geht. So ist das meine persönliche Meinung. Auf der Insel befand sich eine große Villa, Gästehäuser, Hubschrauber, Landeplätze und andere Einrichtungen. Der Luxus und die gleichzeitige Abgeschiedenheit der Insel plus noch die prominenten Persönlichkeiten machte diesen Skandal noch schlimmer. Die Vorwürfe waren extrem. Zahlreiche Frauen, darunter auch Minderjährige, behaupteten, Opfer von Epstein und seinen Mitarbeitern auf der Insel geworden zu sein. Ein solcher Verbrecher schafft es jedoch,
im August 2019 in seiner Gefängniszelle Selbstmord zu begehen. Das ist kaum zu glauben, oder? Er wird tot aufgefunden, doch der offizielle Bericht führt zu sehr vielen Spekulationen. Heute sind die Ermittlungen etwas weiter und es taucht eine Liste aus dem Prozess auf, die über hunderte bekannte Namen beinhaltet, die etwas mit diesem Prozess zu tun haben. Darunter tatsächlich Namen, die einen erschüttern. DiCaprio. In dem Prozess um sein David Copperfield, Digga. Komplizin Maxwell tauchten die Dokumente in einem Zivilstreit zwischen einer geschädigten US-Amerikanerin und Epsteins langjähriger Partnerin Maxwell auf. Dies soll aber nicht hundertprozentig bedeuten, dass diese Teil des Netzwerks von Epstein waren. Also ich glaube, viele Leute wurden auch einfach dahin gelockt, weißt du? Gehen wir mal einfach davon aus, dass der Typ wirklich ein Mossad-Agent war, weißt du? Und quasi ein Agent war, der dafür sorgen sollte, dass der israelische Geheimdienst mächtige Leute aus Amerika in der Hand hat. Warum auch immer. Einfach mal so in den Raum jetzt reingestellt, so weißt du, kann man sich selber zusammenreimen, warum. Dann macht es natürlich Sinn, dass eventuell auch die ein oder anderen Personen auf die Insel gelockt wurden, eingeladen wurden einfach. Nicht jeder kann ja wissen, was da eventuell vor sich geht, weißt du. Ich glaube, es gab Menschen, die auf jeden Fall davon wussten und das extra in Anspruch genommen haben, weil die halt einfach ekelhafte Menschen sind und sich von sowas aufgeilen lassen. Aber ich bin mir auch fast sicher, dass Leute versucht wurden, dahin zu locken und denen dann Dinge angeboten wurden. Teilweise vielleicht sogar einfach wussten die gar nicht, was da eigentlich vor sich geht. Die wurden aber trotzdem gefilmt mit jungen Mädels oder so. Die wussten vielleicht nicht mal, dass die unter 18 sind oder so. Und damit man dann was gegen diese Leute in der Hand hat, so weißt du. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Leute eingeladen wurden, die jetzt keine Pedos sind. Und einfach um die in die, um die quasi abhängig zu machen, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen? Dass die einfach gesteuert werden können, weißt du, damit man was gegen diese Leute in der Hand hat. So. Erstmal nur bedeuten, dass sie in dem Zivilprozess gegen Epstein genannt worden sind. Dennoch erschütternd, dass Namen wie Bill Clinton, Michael Jackson oder Stephen Hawking gefallen sind. Also bei Clinton bin ich nicht schockiert. Der ist bestimmt bewusst dahin getravelt, der Maniac. Unter anderem wird auch Donald Trump genannt, jedoch in erster Linie nur im Zusammenhang mit einer Zeugin, die angab, zu Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Es sollen Aufnahmen von Dutzenden prominenten Personen existieren. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass viel mehr Menschen schweigen, als du es erwarten würdest? Safe. Es passieren so viele Skandale auf der Welt, doch die meisten schweigen. Stell dir vor, die Menschen, die dies organisieren, haben höchst private und sogar illegale Aufnahmen von diesen Menschen. Es wird vermutet, dass diese zur Bestechung benutzt werden. Das zieht so große Kreise, weißt du, wie ich meine? Das zieht so große Kreise und da ist so viel Macht und so viel Geld mit involviert, dass halt einfach die Leute zum Schweigen gebracht werden. Um jeden Preis, weißt du? Und jeder, der teilweise versucht, Dinge aufzudecken, hat ja auch mit heftigen Konsequenzen zu sorgen, bis hin zum Tod, meiner Meinung nach so. Leute, die versuchen, solche Sachen aufzudecken, Leute, die generell Sachen leaken von der Regierung etc., Künstler, die anfangen, gegen diese ganzen mächtigen Menschen was auszupacken, weil sie Dinge mitbekommen haben und so, die werden eingesperrt, die werden mit Vorwürfen vollgemüllt, die werden teilweise umgebracht, meiner Meinung nach, weißt du? Deswegen, da siehst du schon, was für... Die haben ein richtig heftiges Interesse daran, gewisse Sachen einfach geheim zu halten. Doch hinter dem Ganzen steckt ein Jeffrey Epstein? War Epstein auch nur eine Marionette? Seine Komplizin Ghislaine Maxwell ist die Tochter von Robert Maxwell, der ein Mossad-Agent zu sein scheint. Krass, ja. Im mysteriösen Tod wurde er in Israel beerdigt. Bei der Beerdigung befinden sich bemerkenswerte Personen. Keine Verschwörungstheorien, sondern Fakten mit einem breiten Hintergrund. Dies behauptete unter anderem der ehemalige Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstes Ari Ben Menashe.
Gegenüber dem Journalisten Dylan Howard behauptete er, dass Jeffrey Epstein ein Spion des Mossad gewesen sein soll. Das Ziel war es, Material über mächtige Personen zu sammeln, um sie damit zu erpressen. Erpressung ist ein fundamentales Instrument, um Interessen durchzusetzen. Es kursieren nun die Gerüchte, dass Epstein nicht tot ist. Okay, jetzt gehen wir rein, Freunde, jetzt sind wir da. Wie das Epstein ermordet wurde, existiert schon lange. Ein Hochsicherheitsgefängnis bei einem solchen Täter sollte eigentlich Umstände schaffen, die es nahezu unmöglich machen, Selbstmord zu begehen. Ja, das ist ja die Aufgabe von einem Hochsicherheitsgefängnis auch, oder? Dass die sich nicht selber auch umbringen, die Jungs innen. Darüber gab es weitere Untersuchungen, auch nach der Obduktion. Die offizielle Ursache ist immer noch Suizid, aber es gibt massive Zweifel an diesem Ergebnis. Es ist schon skandalös genug, wenn dieser ganze politische Hintergrund nicht existieren würde. Es wäre schon schlimm genug, wenn es in Anführungsstrichen nur Männer wären, die sich auf einer Insel amüsiert haben. Doch die Theorien werden immer unheimlicher. Wir wollen gar nicht zu sehr in die Tiefen des Kaninchenbaus gehen. Bruder, hau rein, Digga, wir sind da. Aluhüte sitzen fest bei meiner Community. Doch nur um etwas weiter zu verdeutlichen, das ist die... Aber er hat recht, Digga, das ist eigentlich so bizarr, ne? Das ist crazy. Nachdem die neuen Dokumente veröffentlicht wurden, weiß man, dass Epstein Kontakt zu der in Genf ansässigen Privatbank Edmond de Rothschild Group hatte. Aber als 2019 Epstein verhaftet wurde, war die Aussage der Bank noch, dass sie Epstein weder getroffen haben, noch irgendwelche geschäftliche Beziehungen pflegten. Sie gaben der Wall Street Journal zu, dass dies damals gelogen war. Ariane de Rothschild, die Epstein im Rahmen ihrer CEO-Aufgaben traf, gab an, von Epsteins böser Seite nichts gewusst zu haben. Ja, nee, ist klar. Miss Rothschild. Die heutige Erkenntnis ist, Epstein hatte Dutzende Treffen mit de Rothschild und damit verbunden finanzielle und berufliche Verflechtungen. Ein interessantes Detail, er soll sie einmal gebeten haben, ihm bei der Suche nach einer neuen Assistentin zu helfen. Sie solle weiblich, mehrsprachig und organisiert sein. Frau de Rothschild antwortete mit: Ich werde mich umhören. Diese ganzen Informationen stammen von Mainstream-Medien. Kaum zu glauben. Wir sind drin, Freunde, wir sind drin. Die Vorwürfe gegen diesen Mann und mit hoher Wahrscheinlichkeit an viele große Persönlichkeiten umfassen Vergewaltigungen, Missbrauch, Handel, körperliche Verletzungen, Erpressung, Täuschung, Einschüchterung und so weiter. Der prominenten Ex-Anwalt Alan Dershowitz sagte Folgendes dazu: Meine Frau und ich wurden von Sir Evelyn und Lady Lynn de Rothschild mit Ghislaine Maxwell bekannt gemacht und wir trafen sie anschließend mehrmals, im Allgemeinen in Anwesenheit prominenter Personen wie Bill und Hillary Clinton. Krass. Preisträger und Universitätspräsidenten und prominente akademische und Guck dir mal an, was für eine. Wisst ihr, was ich meine, was ich vorhin gesagt habe, mit was für weite Kreise das zieht, so. Leute. Wir kannten sie nur als Jeffrey Epsteins 30-jährige Freundin. Das ist auch der Grund, warum noch keiner verhaftet wurde. Wenn das so, wie er vorher gesagt hat, irgendwelche normalen Männer gewesen wären, die einfach ihren ekelhaften sexuellen Fantasien nachgehen, so wären die alle schon im Knast gerade. So. Aber dadurch, dass das halt solche Menschen sind, sind die alle noch frei. Alle. Ausnahmslos. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn der Typ wirklich Mossad-Agent war, ne? Warum hat denn der Mossad überhaupt ein Interesse daran, diese ganzen Leute in der Hand zu haben? Doch seit wann kennen sich Lynn Forrester de Rothschild und Epstein? Scheinbar unklar, aber einige nehmen an, seit den 1990er Jahren. Man kann abschließend sagen, dass die ganzen Fakten nahelegen, dass Epstein mit dieser Sache nicht alleine war, sondern viele hochrangige Menschen mit in dieser Sache verwickelt sind.
Und während die Sache mit Epstein wieder so in den Mittelpunkt geraten ist, passiert gerade jetzt etwas in der Stadt, in der die meisten jüdischen Menschen leben. New York. In der Chabad Lubavitch Synagoge in New York wurde ein geheimer Tunnel entdeckt. Okay, jetzt sind wir da. Der illegale unterirdische Gang verläuft neben der Hauptsynagoge des Komplexes und ist 3 Meter breit und 3 Meter hoch. Offiziell heißt es, dass es zu einer derzeit ungenutzten Mikwe führt. Eine Mikwe, früher auch Judenbad genannt, ist ein Ritual- bzw. Tauchbad und dient zur rituellen Reinigung bei den Juden. Der Versuch, die Tunnel nach der Entdeckung wieder zu verschließen, führte zu Tumulten. Auf Handyvideos sind die jüdischen Randalierer zu sehen, die die Holzabdeckung zum Tunneleingang wegreißen und versuchen, das Dichtmachen des Tunnels zu verhindern. Die Szenen verbreiten sich schnell im Internet und führten zu einigen Spekulationen. Krass, 9. Januar 2024, Digga, gar nichts von mitbekommen. Besonders dann, als einige Objekte auf den Videos zu sehen waren, wie zum Beispiel ein Kinderhochstuhl oder eine vielleicht mit Blut befleckte Matratze. Oh shit, Bruder, interessante Welt, da lehnst du dich jetzt aber... Da lehnt er sich jetzt hart aus dem Fenster, wenn ich das so sagen darf, Digga. Bisschen nervös werde ich gerade hier. Alarmierende Bilder. Man erinnerte sich an die Geschichte von den unterernährten Kindern, die das US-Militär... Boah, Digga, das ist jetzt hart, Bruder. ...2020 aus den Tunneln unter dem Central Park rettete. Auch wenn viele bereit sind, dabei antisemitische Verschwörungstheorien zu verbreiten, muss man zugeben, dass diese Entdeckung äußerst rätselhaft ist. Ist rätselhaft, ja. Der Gedanke, dass unter unseren Füßen Kinder entführt werden, stoppt jeden Spaß. Und vor allem von scheinbar Heiligen. Als wir über so etwas vor 10 Jahren berichtet haben, wurdest du ausgelacht. Mieser rechter Verschwörungstheoretiker, Antisemit, was auch immer. Ausgelacht. Ja. Man war nicht... Wie bei vielen anderen Sachen. ...außer ein dummer Verschwörungstheoretiker. Die Medien haben es offiziell für unmöglich gehalten, wenn gesagt wurde, dass hinter den Fassaden illegale Dinge passieren. Und noch schlimmer, dass diese kriminellen Menschen uns als Vorbilder präsentiert werden. Irgendwann kommen sie nicht mehr drumrum und es gibt eindeutige Beweise. Dann müssen selbst die Mainstream-Medien darüber berichten. Doch das, was wir momentan mitkriegen, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt eines unfassbar gruseligen Horrorfilms. Aber immerhin kommt jetzt irgendetwas ans Licht. Es wird immer mehr kommen. Es wird die nächsten Jahre, nächsten Monate wird immer mehr Shit hochkommen. So, wir werden immer mehr Möglichkeiten haben zu sehen, was wirklich abgeht. Hinter verschlossenen, also hinter eigentlich verschlossenen Vorhängen, so, weißt du? Wir werden immer mehr reingucken können, was da eigentlich vor sich geht, so. Und das ist dann unsere Aufgabe, da aufzuwachen und dann das zu realisieren und in die Selbstverantwortung reinzugehen, aufzuklären, Menschen versuchen zu retten. So. Und wir müssen im Volk zusammenkommen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Dann haben wir auch eine Chance, das Böse auf der Erde zu minimieren. Das geht aber nur miteinander und nicht gegeneinander. Deswegen müssen wir endlich aufhören, gegeneinander zu kämpfen. Endlich, ich schwör's dir, Alter. Mit jedem Müll, mit jedem Scheiß, wo wir zulassen, dass wir uns spalten lassen und gegeneinander kämpfen, gewinnen die. Weil wir sind dann abgelenkt davon, diese ganze Scheiße zu sehen und dagegen was zu tun. So. Ans Licht. Doch es kommt nicht beim Einzelnen an. Woran liegt das? Es liegt daran, dass immer wieder Menschen die Welt verdunkeln. Wie viele Kinder hat Epstein wirklich entführt? Wie viele Kinder verschwinden weltweit täglich? Zu viele. Zu viele. Die sind unschuldig, Mann. Die können sich nicht wehren.
Heftiges Video, ich schwör's dir. Interessante Welt, gut aufgearbeitet auf jeden Fall. Leute, schreibt eure Kommentare wie immer dazu unten. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch auf jeden Fall. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass in nächster Zeit immer mehr von diesen Sachen ans Licht kommen werden und immer mehr crazy Sachen in der Welt abgehen werden. Und meiner Meinung nach, der Weg, sich davor zu beschützen und damit gut umgehen zu können, ist Spiritualität, ist Verbindung mit sich selbst, Verbindung mit dem Göttlichen, im Herzen zu bleiben, miteinander, also zusammenzukommen im Volk, weißt du, uns gegenseitig zu stärken. Das ist der Weg, um sich davon nicht zu krass beeindrucken zu lassen, beziehungsweise nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wir werden regiert von bösen Menschen und jetzt können wir können nichts dagegen tun und wir müssen einfach nur, ja, wir geben auf quasi. So, das darf nicht der Weg sein, weißt du? Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass alles besser werden kann. Und ja, deswegen fangt an zu beten, meditiert, verbindet euch mit dem Göttlichen und alles wird gut werden. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.